18 macht bunt. Die Wahl für Kinder und Jugendliche. Hier bei unserem Podcast klären wir alle Fragen rund um die U18-Wahl. Herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten Podcast-Folge um die U18-Wahl. Wir sind wieder Milena und Esther. Heute haben wir verschiedene Statements von Menschen aus dem Bezirk eingesammelt, warum sie wählen gehen und warum Wählen wichtig ist. Let's go! Ich gehe wählen, weil es mein Recht und Privileg ist und ich das auch nutzen möchte, da es nicht selbstverständlich ist, dass ich wählen gehen kann. Es gibt andere Länder, wo es nicht so ist. Und außerdem möchte ich nicht, dass die Entscheidung, wer regiert, nur bei den anderen liegt. Ich möchte dort aktiv meine Meinung mit einbringen können. Ich wähle, da ich so aktiv an der Politik partizipieren kann und nicht durch eine Nichtwahl extreme Parteien fördere. Deshalb empfinde ich die Stimmabgabe übrigens auch als eine Bürgerpflicht. Ich gehe wählen, weil ich meine Zukunft selber mitgestalten möchte. Und man sollte auf jeden Fall wählen gehen, weil es auf dieser Welt genug Menschen gibt, die dieses Recht nicht haben. Und deswegen sollte man sein eigenes nicht verstreichen lassen. Ich gehe zur 18 Grad wählen, weil mir andere Kinder wichtig sind. Und ich möchte, dass es ihnen auch in anderen Ländern gut geht. Junge Menschen sollten wählen gehen, da sie ganz andere Themen mit in die Politik bringen und sich in einer ganz anderen Lebensphase befinden, weshalb man die unterschiedlichsten Gebiete, welche die älteren WählerInnen als nicht so wichtig empfinden, aufbringen kann und so einen ganz anderen Blick auf die Zukunft schafft. Nichtsdestotrotz beinhaltet dies für die Politik, dass die Interessen jüngerer WählerInnen stärker wahrgenommen werden, wie beispielsweise die Nutzung neuer Technologien, neue Bildungssysteme und Umweltschutz, damit eine Weiterentwicklung der Demokratie stattfinden kann. Ich gehe wählen, weil ich es für wichtig empfinde, mein Recht auf Meinungsfreiheit und auf Wahlrecht, zu gebrauchen, weil man dadurch, dass man wählen geht, in der Politik einen kleinen Teil mitentscheiden kann. Und ich denke, das ist eine ziemlich coole Sache. Also ich finde Wählen gehen super wichtig, weil man damit eben die Politik aktiv mitgestalten kann und das eben eine der wenigen Partizipationsmöglichkeiten ist, wo man wirklich aktiv darüber entscheiden kann, wie die Politik in den nächsten 4 Jahren in Deutschland gestaltet wird, wenn man jetzt von der Bundestagswahl ausgeht. Und das finde ich super wichtig. Und außerdem finde ich es sehr wichtig, dass junge Menschen, also vor allem junge Menschen, ihr Wahlrecht wahrnehmen, weil junge Menschen, wenn man sich die Statistik anschaut, immer regelmäßig zu der Bevölkerungsgruppe und der Altersgruppe gehört, die die geringste Wahlbeteiligung hat. Also ich glaube, bei der Wahl 2013 waren es so 61%, und das ist im bundesweiten Durchschnitt auf jeden Fall geringer, also ist geringer als der bundesweite Durchschnitt. Und ja, das finde ich irgendwie unfassbar, weil wir sind schon demografisch gesehen in der Unterzahl, und deshalb ist es umso wichtiger, dass die wenigen jungen Menschen, die es quasi im Verhältnis gibt, dass die ihr Wahlrecht wahrnehmen, um über ihre Zukunft nicht nur entscheiden zu lassen, sondern selbst mitzubestimmen. Man sollte wählen, da man ein Recht auf Mitsprache hat und ein Recht darauf, seine Zukunft nachhaltig zu gestalten. Der ausschlaggebende Faktor, um wählen zu gehen, wäre für mich, dass Wahlen bzw. Volkssouveränität ein Grundbau der Demokratie sind. Also somit auch irgendwie eine Wechselwirkung zwischen Bevölkerung und Regierung eben besteht, und dass es halt auch einfach ein Privileg ist, da viele Länder diese Möglichkeit eben nicht haben, so dermaßen politische Entscheidungen mitzuentscheiden. Ich gehe zur 18 wählen, weil ich mich für die Kinderrechte einsetzen will. Wählen gehen ist wichtig, damit die Stimmen und Interessen der Bevölkerung Gehör bekommen. Und man sollte wählen, damit man seine eigene Meinung ebenfalls vertreten kann und gegebenenfalls diese Partei oder die Menschen, die die gleiche Meinung vertreten, unterstützen kann. Und zu dieser Bevölkerung zählen nun mal nicht nur Menschen ab 18, sondern auch jüngere Menschen unter 18, die ebenfalls eine Meinung vertreten und denen auch mehr Gehör geschenkt werden sollte.
Deshalb ist U18 wichtig. Ich würde gerne wählen gehen, weil ich es wichtig finde, dass ich etwas mitbestimmen kann und Parteien unterstützen kann, wo ich denke, dass dessen Vorhaben und Argumente dem Land helfen. Ich gehe wählen, weil es um meine Zukunft geht. Und ich denke, das betrifft nicht nur die jüngeren Generationen, sondern jeden von uns. Und es ist gut und richtig, dass wir ein Mitentscheidungsrecht haben. Und ich denke, dass wir dieses auch nutzen sollten. Das klang ja ziemlich cool. Sehr inspirierend. Und wenn ihr uns erzählen wollt, warum ihr wählen geht, schreibt es uns gerne unter unserem letzten Post auf unserem Instagram-Account KLB Marzahn-Hellersdorf. Vergesst es nicht, euren Freunden und Familien zu erzählen. U18 macht bunt. In der nächsten Folge erwartet euch alles rund um das Superwahljahr.